gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Die Operngala in Doberlug-Kirchhain mit Weltstar Rolando Villason und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt. Am 22. Juni auf der Schlosswiese in Doberlug. Ein Erlebnis mit klassischen Opernhits von Mozart bis Verdi und Ohrwürmern der Operette. Und mit einem Feuerwerksspektakel der Sonderklasse. Jetzt schon Karten sichern. Online über spk-elbe-elster.de/ticketshop. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen am letzten Ferientag in Sachsen, hier in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik hat sich in Görlitz angesiedelt. Gestern übergaben im Rahmen einer feierlichen Einweihung Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer den symbolischen Schlüssel an den designierten Gründungsdirektor des DZA, Professor Günther Hasinger. Was hat das Deutsche Zentrum für Astrophysik mit der Lausitz, gar mit der Braunkohle hierzulande zu tun? Seit dem 25. April 2023 und dem Beitrag von Lausitzwelle kurz danach ist es bekannt. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik, DZA, siedelt sich in Görlitz an. Am Donnerstagnachmittag versammelte sich Prominenz aus Politik, Gesellschaft, vor allem der Wissenschaft, um das altehrwürdige Postgebäude als Übergangsquartier für die DZA seiner neuen Bestimmung zu übergeben. Etwa 100 Arbeitsplätze sollen erstmal entstehen. Von diesem Ort aus sollen weitere Quartiere für das Großforschungszentrum entwickelt werden. An der Eingangstür übergaben Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer den überdimensional großen Schlüssel für diesen Interimstandort an DZA-Gründungsdirektor Günther Hasinger. In der anschließenden Podiumsdiskussion erfuhren die Gäste, was die DZA in Görlitz vorhat. Wir wollen schwarze Löcher entdecken, wir wollen erforschen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das wollen wir hier in der Lausitz tun, so Günther Hasinger. Zwei Radioteleskope sollen künftig von Görlitz aus in Afrika gesteuert werden und die eingefangenen Daten aus dem All nach Görlitz geleitet werden. In einer Videobotschaft grüßten Mitarbeiter an diesem Teleskop die Gäste am Görlitzer Postplatz. Hallo, mein Name ist Michael Kramer. Zusammen mit meinem Kollegen Stefan Wagner freuen wir uns, schöne Grüße aus Südafrika in die Lausitz zu schicken. Wir stehen hier vor der ersten echten SKA-Schüssel, die Erweiterung von Meerkat zu Meerkat Plus. Und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit allen Partnern hier das Teleskop nutzen zu können. Wir freuen uns sehr, dass wir heute das erste Handover einer Meerkat Extension Antenne hier vor uns haben. Die Antenne bewegt sich das erste Mal. Wir haben endlich die Hand wieder an der Hardware. Das ist für uns als OAB eine ganz großartige Geschichte. Und wir grüßen mit diesem schönen Blick auf unsere erste Antenne, die wir ans Max-Planck-Institut übergeben dürfen, nach Görlitz. Wünschen viel Erfolg, viel Spaß bei der Eröffnung der Alten Post in Görlitz, den Kollegen des DZA. Good afternoon, Minister. I hope you can see the dish behind us. A lot of work has gone into this, and we really, really appreciate Germany's support on the Meerkat extension and look forward to working together even more as we go into the SK phase of the project. Thank you so much for this wonderful partnership that we have. Well, there's two out of Africa, Mit über einer Milliarde Euro ist das Deutsche Zentrum für Astrophysik das größte Strukturentwicklungsprojekt in der Lausitz. Es soll dafür sorgen, dass nach Wegfall der Arbeitsplätze, die mit der Verstromung der Braunkohle 2038 verbunden sind, diese strukturschwache Gegend eine neue Blüte erleben kann. Läuft
Selten passten ein Ausstellungsraum und ein Ausstellungsthema besser zusammen als jetzt. Denn in der Energiefabrik in Knappenrode wird in der Ausstellung Power to Change eine nun mögliche Zukunft gezeigt. Es geht um nichts weniger als die Mission Energiewende. Mit welchem Treibstoff werden wir künftig unsere Fahrzeuge betanken? Welche Rohstoffe werden die Basis für die Produkte sein, mit denen wir uns im Alltag umgeben? Wie sieht die Medizin der Zukunft aus? Vom 1. März bis zum 26. Mai können die Besucher hier diese Fragen stellen. Hier werden Zukunftskonzepte und Technologien erfahrbar. Der Stand der Forschung und die Ideen und Projekte, mit denen sich die Wissenschaft aktuell beschäftigt, bekommen hier ihren Raum. Verschiedene Themenbereiche zeigen, wie eine sichere, bezahlbare und klimaneutrale Versorgung mit Energie und Rohstoffen funktionieren kann. Und wenn man in die Zukunft blickt, dann dürfen auch die Medien nicht zu kurz kommen. Augmented Reality macht sie möglich, die Zeitreise in die Energiewelt von morgen. Wir kommen zu den Kurzmeldungen aus der Lausitz. Die Gewerkschaft Verdi ruft für kommende Woche bundesweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im kommunalen ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen. Mehr dazu jetzt kurz und kompakt. Verdi plant die nächste Streikwelle im öffentlichen Nahverkehr ÖPNV in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom 26. Februar bis zum 2. März. In diesem Zeitraum kann gebietsweise ganztägig oder mehrtägig Arbeitsniederlegung stattfinden. Der Hauptstreittag ist der 1. März, der auch als Klimastreiktag markiert ist. Die Gewerkschaft wird die Schwerpunkte und Zeiträume für die Streiks in Zusammenarbeit mit den regionalen Tarifkommissionen festlegen und die Planungen frühzeitig über die Pressestelle des Landesbezirkes bekannt geben. Wird vor dem Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau ein Fußgängerüberweg über die Staatsstraße 100 angelegt? Das zumindest ist das Anliegen einer Petition, mit der sich der dafür zuständige Ausschuss des Sächsischen Landtages nun beschäftigte. Demnach führen die Petenten aus, dass die Fahrzeuge sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten. Hinzu komme, dass, wenn viele Fahrzeuge unterwegs sind, es für die Bewohner der umliegenden Wohngemeinschaft sowie die Anwohner schwierig sei, die Straße zu überqueren. Vor dem Kloster gilt Tempo 30. Das Landratsamt Bautzen hat nun das Landesamt für Straßen und Verkehr um eine Verkehrszählung gebeten, welche die Grundlage für eine künftige Entscheidung bilden soll. Oberbürgermeister Carsten Vogt hat bei einem Besuch der Bautzener Tafel seinen Dank für die ehrenamtliche Arbeit zugunsten sozial Benachteiligter zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig informierte er sich über die geplante Neuausrichtung des Vereins. Demnach ist die bisherige Leiterin und Vereinsvorsitzende aus Altersgründen ausgeschieden. Künftig wird die Firma ODS die Tafel unterstützen. Deren Geschäftsführer Steffen Schreier ist der neue Vereinsvorsitzende. Der Standort bleibt auf der Tschornebostraße 4, wohin die Tafel in der Corona-Zeit umgezogen war. Dort gäbe es ausreichend Platz zum Sortieren, Lagern und Ausgeben der Waren. Die Mitbegründerin des Mehrgenerationshauses in Lauchhammer, Carola Werner, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Jahr 2008 war die Einrichtung eröffnet worden. Viele Jahre gestaltete sie als Leiterin das Mehrgenerationshaus aktiv mit. Unzählige Projekte wurden unter ihrer Führung auf den Weg gebracht und umgesetzt. Eine Legende verlässt das MGH, sagte Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr im Rahmen der Verabschiedung. Werner verkörpere genau das, was die Kunstgussstadt brauche, Macherin und Macher. In die großen Fußstapfen von Carola Werner tritt nun Carmen Saal, die seit 11 Jahren im Mehrgenerationenhaus aktiv ist. Die Geschicke des Familienzentrums übernimmt Peggy Kern. Noch bis zum 29. Februar können Interessierte an einer Online-Bürgerumfrage der Verwaltung des Oberspreewald-Lausitz-Kreises teilnehmen. Im Rahmen der Erarbeitung einer eigenen Digitalstrategie heißt es: Ideen gesucht, digital leben im Landkreis OSL. Die Umfrage finden Sie im Netz unter osl-online.de/digitalstrategie.
Der Landkreis macht sich auf den Weg, digital zu werden. Unter Federführung der Verwaltung sollen künftig gemeinsam mit regionalen und überregionalen Partnern digitale Lösungen für analoge, gesamtgesellschaftliche Herausforderungen der Region realisiert werden. Ziel ist es, sich mit der Strategie trotz begrenzter Ressourcen zukunftsmäßig aufzustellen und die Lebensqualität der Menschen vor Ort durch geeignete digitale Maßnahmen zu fördern, heißt es aus dem Landratsamt Senftenberg. Über 500 Schülerinnen und Schüler aus der Sängerstadt-Region um Finsterwalde folgten einem Vortrag von Ivar Butterfass Frankenthal und seiner Frau im Saal der Kulturweberei. Der Holocaust-Zeitzeuge berichtete von seiner Jugend, den Schicksalsschlägen seiner Familie und wie das Leben eines Staatenlosen ist. Der Zeitzeuge war auf Einladung der Sängerstadt Finsterwalde, des Rotary Clubs Finsterwalde und der Sparkassenstiftung Zukunft Elbe Esterland in die Kulturweberei gekommen. Seine Botschaft an alle: Wenn wir nicht aufpassen, wiederholt sich die Geschichte erneut. Wir müssen unsere Demokratie mit allem, was wir haben, verteidigen. Mit seinen Erinnerungen möchte er alle Zuhörerinnen und Zuhörer berühren und zum Nachdenken anregen. Das treibt ihn auch im hohen Alter von 91 Jahren noch an. Das machte er in einer Gesprächsrunde im Anschluss an seinen Vortrag deutlich. Das Trinationale Theaterfestival Dreiländereck Zittau ist einer der Höhepunkte des kulturellen Lebens in der Lausitz. Nun lockt dessen 12. Ausgabe vom 29. Februar bis 3. März Theaterbegeisterte aus Deutschland, Tschechien und Polen ins Gerhard-Hauptmann-Theater. Los geht es am Donnerstag, dem 29. Februar, mit der hauseigenen Produktion Goldzombies von Marisa Wendt. In diesem Jahr wird es erstmalig eine Festivaljury geben, zusammengesetzt aus theateraffinen Jugendlichen aller drei Länder. Am Sonntagvormittag nimmt das Animationstheater Jelina Gora das Publikum zuerst mit auf einen Ausflug in die Natur. Das Stück Hinauf in die Berge für Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren würdigt den Reichtum, die Schönheit und die Einzigartigkeit der Natur, des Riesengebirges. Danach geht es weiter mit tschechisch-deutschen Erzähltheater für alle ab 5 Jahren. Bereits zum 3. Mal in diesem Jahr konnte Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr zum Jubiläum der Eisernen Hochzeit gratulieren. Anna Elisabeth und Oswald Fritz Krzyszowski gaben sich vor 65 Jahren das Jawort. Kennengelernt hatten sie sich einst auf der Hochzeit des Bruders von Anna Elisabeth. Oswald Fritz Krzyszowski war gelernter Schlosser und Instandhalter und arbeitete im Lauchhammer Werk. Als Dreher war der heute 89-Jährige unter anderem an der Fertigung des Kugelrings für den Berliner Fernsehturm beteiligt. Anna Elisabeth Krzyszkowski war Küchenleiterin in der Betriebsküche der Korkerei in Lauchhammer. Bürgermeister Mirko Buhr wünschte dem Ehepaar alles Gute und noch 4 schöne Jahre mit ihren 3 Kindern, 5 Enkeln und 5 Urenkeln. Wes Anderson ist ein begnadeter Regisseur. Jene, die das Glück hatten, bei ihm am Set stehen zu dürfen und ihn beim Dreh beobachten konnten, hatten schnell den Eindruck, dass Anderson den Film während der Dreharbeiten bereits so sieht, wie ihn die Zuschauer im Kino erleben werden. Einer, der im Film Grand Budapest Hotel mitgespielt hat, ist Bernhard Gremser. Der Görlitzer Künstler kann außer Schauspiel noch eine ganze Reihe mehr. Und er hat in Sachen Film noch viel vor in der Lausitz. Im Februar vor 10 Jahren hatte die Filmkomödie bzw. Tragikomödie Grand Budapest Hotel Premiere. Ein Jahr zuvor wurde der Film gedreht, viele Szenen in Görlitz, so beispielsweise im ehemaligen Warenhaus am Demjaniplatz, an und in der Stadthalle. Das ehemalige Freisebad wurde zur Hotelbadeanstalt. Auch der historische Schönhof am Untermarkt, das älteste Renaissancehaus von Görlitz, wird im Hintergrund gezeigt. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Filmdrehs in der Neißestadt im vorigen Jahr flimmerte der mit 4 Oscars ausgezeichnete Film im Rahmen der Camillo Sommerkinotage im Hof des Rathauses über die Leinwand. Die Zuschauer im Rathaushof sahen gleich am Anfang des Films einem Mann beim Ersticken zu. In diesem Augenblick hob sich der Vorhang für ein häusliches Drama am Rande. Scheiße! Welches die sofortige und ungeteilte Aufmerksamkeit Monsieur Jeans erforderte. Doch offen gesagt, die meine nicht lange auf sich zog. Während Zuschauern in aller Welt wohl ziemlich egal ist, ob es der Herr überlebt hat, ist dessen Schicksal vielen Görlitzer nicht einerlei. Denn der vom Erstickungstod Bedrohte ist ein bekannter Görlitzer.
Bernhard Kremser, Zeitungsverleger der von ihm gegründeten Görlitzer Zeitung, vielseitiger Künstler, in diesem Film Darsteller. Doch Kremsers Talente reichen viel weiter. Lausitzwelle hat ihn besucht. Er spricht beispielsweise darüber, wie ihn Regisseur Wes Anderson für die Mitwirkung im Film Grand Budapest Hotel angeworben hat und über Filme, die in der Lausitz entstehen. Ich bin in einem Restaurant vom Regisseur angesprochen worden. Er möchte mich gerne haben. Also Klappe 1, die erste, das ist im Kasten, das gibt es sehr selten beim Film. Selbst wenn auf Anhieb scheinbar alles gelungen ist, wird gern nochmal wiederholt für alle Fälle. Falls man später, also dass man eine Alternative hat. In dem Falle, meine ich, haben wir zwei- oder dreimal wurde gedreht. Ja. Ja, und alles war, also ging zügig über die Bühne. Ja, ich weiß nicht, 8 Minuten oder wie das so sein soll. Schon immer Theater, ja, auch semi-professionell. Ja. Und gespielt und auch für das Theater und den Film Ausstattung gemacht. Also Kulissen, Requisiten und dergleichen. Da fällt mir gerade ein, ich habe mal eine Ausstattung gemacht für eine Oper, die hat Schubert, meine ich, in jungen Jahren geschrieben. Die hat ein damals junger Mann inszeniert. Da haben meine Frau und ich alles gemacht. Die Ausstattung komplett, also fast alles. Ich meine, er ist heute Intendant irgendwo, ich meine in Zürich. Ja. Ja. Also das sind so Dinge, also ich war immer in dem Milieu unterwegs. Ja, zurzeit wird am Ende März, müsste ich jetzt nochmal nachschauen im Terminkalender, gibt es eine Premiere, da habe ich eine Hauptrolle gespielt, einen Episodenfilm. Der Titel lautet Ein Feuerwerk für eine Kleinstadt. In Spremberg gedreht, von der Produktionsgesellschaft Lusatia oder in Englisch Lusatia. Ja, also eine ganz komödiantische Angelegenheit. Da spiele ich einen Jubilar, einen gehörnten Ehemann. Anlässlich seiner goldenen Hochzeit wird das Unheil offenbar. Also unter großer Anteilnahme der Spremberger Einwohnerschaft ist das dort in 5 Episoden gedreht worden. Und eines habe ich so mitbekommen, das scheint ganz schön geworden zu sein, also ein Spielfilm. Ich möchte gerne einen Film machen hier, aber dazu sage ich noch nichts. Ich arbeite daran. Es gibt ein Momentum dazu schon. Für die Handlung des Films Grand Budapest Hotel hat sich Regisseur Wes Anderson übrigens durch Bücher des Autors Stefan Zweig inspirieren lassen. Sie wurde in der Republik Zubrowka angesiedelt, einem fiktiven Staat an der östlichsten Grenze des europäischen Kontinents, unterhalb des alpinen Sudetenwaldes während der Zwischenkriegszeit. Die zentrale Rolle der Handlung nimmt das titelgebende Grand Budapest Hotel ein. Für Ende März ist die Premiere des Lusatia-Films vorgesehen. Worum es in dem Film geht, ist bisher noch geheim. Doch Lausitzwelle wird dabei helfen, das Geheimnis zu lüften, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier?
Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Willkommen zurück. Wir schauen jetzt auf die aktuellen Blaulichtmeldungen. Mit einem eher ungewöhnlichen Fall hatten es Polizisten in Finsterwalde zu tun. Zutaten, ein Patient im Krankenhaus und eine Herdplatte. Wie das zusammenpasst, hier erfahren Sie es. Einen nicht ganz alltäglichen Fall hatten am Mittwoch zwei Beamte des Polizeireviers Finsterwalde übernommen. Ein Mann musste überraschend ins Krankenhaus und war sich nun nicht mehr sicher, ob er zu Hause auch den Herd ausgeschaltet hatte. Die Polizisten holten sich den Wohnungsschlüssel beim Patienten ab, fuhren nachsehen und konnten ihn anschließend beruhigen. Daheim war alles in bester Ordnung. Ein Reifenplatzer hat am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall auf der A4 geführt. Ein 55-jähriger Ukrainer war mit seinem Lastzug in Richtung Görlitz unterwegs. Zwischen Ortendorf-Okriller und Pulsnitz platzte ein Reifen des Anhängers. Ein nachfolgender 54-jähriger VW sowie ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer fuhren über die Reifenteile und beschädigten so ihre eigenen Fahrzeuge. Es entstand insgesamt etwa 12.500 Euro Sachschaden. Beamte der Autobahnpolizei sicherten die Gefahrenstelle ab, beräumten die Reifenteile und nahmen den Unfall auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich dann außerdem heraus, dass sowohl die Zugmaschine als auch der Anhänger überladen waren. Die Bußgeldstelle wird sich mit dem Fall beschäftigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Unbekannte haben in der vergangenen Woche mehrere abgestellte Sattelauflieger im Bautzener Ortsteil Nadelwitz geplündert. Die Täter bauten an den Hängern Teile der Bremsanlage und Steuergeräte im Wert von etwa 14.000 Euro ab und entwendeten diese. Dabei verursachten sie zusätzlichen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Kriminaldienst ermittelt. Am Mittwochvormittag kam es zu einer Fahrerflucht in Hoyerswerda. Der bislang unbekannte Fahrer eines vermutlich roten Fahrzeuges stieß im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr auf einem fast leeren Parkplatz an der Lieselotte-Hermann-Straße gegen einen grauen Mercedes B-Klasse. Im Anschluss suchte der Verursacher einfach das Weite und hinterließ dem 84-jährigen Halter etwa 4.000 Euro Sachschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Hoyerswerda oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Und jetzt gehen wir wieder auf Zeitreise. Die Vergangenheit unserer Heimat ist spannend und an dieser Stelle der Sendung blättern wir immer im Lausitzwelle-Kalenderblatt zurück und schauen auf besondere Ereignisse. Heute blicken wir nach Hoyerswerda in das Jahr 1907, auf ein über 100 Jahre altes Bauwerk. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Der Wasserturm am Altstadtbahnhof in Hoyerswerda ist mehr als 100 Jahre alt. Im Hoyerswerda Stadtarchiv ist noch ein Bauplan des Wasserturms zu finden, datiert auf April 1907. Ein Jahr später ist das markante Wahrzeichen in der Steinstraße gebaut worden. Der Durchmesser der Kugel beträgt dabei 9 Meter, der Turm selbst ragt 30 Meter in die Höhe. Über eine einen Kilometer lange Rohrleitung von der Pumpstation an der Jenschwitz gelangte das Wasser hierher. Insgesamt 300 Kubikmeter Fassungsvermögen hatte der Speicher. Das entspricht dem Inhalt von 2000 haushaltsüblichen Badewannen. Seit Anfang der 90er Jahre ist das technische Kulturdenkmal stillgelegt. Die Rohrleitungen im Inneren sind ausgebaut, der Wasserspeicher aber noch vorhanden. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Das Wetter schlägt momentan vielen aufs Gemüt. Am Wochenende könnte sich das für ein paar Stunden ändern. Denn tatsächlich sagen die Wetterfrösche endlich mal ein paar Sonnenstrahlen voraus. Für alle Unternehmungslustigen haben wir auch wieder abwechslungsreiche Veranstaltungstipps zusammengetragen. Musik.
Am 26. Februar ließ der Träger des Förderpreises zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2011 im Rahmen der diesjährigen Lessing-Akzente Lessings Katze und andere Erzählungen. Außerdem stellt er seinen noch unveröffentlichten Roman Das japanische Palais vor. Die Lesung findet 19 Uhr im Röhrmeisterhaus des Lessing-Museums Kamen statt. Overbeats bringt euch am 9. März musikalisch wieder in die Nostalgie der 90er und 2000er Jahre. Zum letzten Mal reißen sie mit euch und Dexet Music in der Hafenstube richtig ab. Freut euch also auf die coolste Party des Jahres. Bis zum 1. März könnt ihr sogar Freikarten gewinnen. Karten gibt es online im Vorverkauf oder vor Ort an der Abendkasse. Einlass ist um 22 Uhr. Der Skatclub Glückauf Hoyerswerda lädt zu seinem zweiten Glückauf-Turnier 2024 am kommenden Sonntag ab 10 Uhr in die Begegnungsstätte Lichtblick ein. Je nach Teilnehmerzahl ist ein Preisgeld von 150 Euro zu gewinnen. Alle Skatfreunde sind herzlich willkommen, also gut Blatt! In der Nacht blieb es bedeckt und eine Kaltfront zog mit kurzen Sturmböen rasant von der Elbe durch. In den Frühstunden hatte sie unser Sendegebiet nach Polen verlassen und durch Wellenbildung schiebt sich wärmere Luft in der Höhe über die eingeflossene bodennahe Kaltluft und bremste die sonst übliche rückseitige Schauertätigkeit. Das bedeutet, dass es vormittags schon trocken bei 10 Grad war und mittelhohe und hohe Wolken den Himmel östlich der Spree ganztägig bedeckten. In Richtung Elbe hingegen war es teils aufgelockert. Die Temperaturen gingen etwas zurück und der anfangs noch ruppige Südwestwind mit Böen der Stärke 6 ließ mittags deutlich nach, wehte abends nur noch leicht. In der Nacht zu Samstag zieht dieses Randtief mit seinem Zentrum zur Gdansker Bucht, streift aber mit seinem Wolkenschirm die östlichen Teile Sachsens. Mitternacht mit ein paar Schauern im Zittauer Gebirge und im Dreiländereck sowie entlang der Neiße. Danach wird es trocken und anfangs wolkig, später mehr und mehr heiter sein. Der frühschwache Südwestwind legt tagsüber wieder zu, er weht im Mittel schwach bis mäßig, nachmittags mit frischen Böen. Nach einer kühlen Nacht mit gestaffelten Werten von West nach Ost von 2 bis 4 Grad bleibt es weiterhin mit 11 bis 12 Grad mild. In den Frühstunden mit letzten Schauern an der Neiße lockern die Wolken auf, örtlich in den bekannten Tal- und Muldenlagen können die Tiefstwerte auf 0 Grad zurückgehen und steigen bei freundlichem und trockenen Frühlingswetter auf 9 Grad. Der Südwestwind weht nachmittagsmäßig mit frischen, vereinzelten starken Böen. Ein Tief über der Bretagne kringelt sich dort ein und schickt seine Wolken mit Regen bis nach Thüringen und Westsachsen. In unserem Gebiet hingegen dreht der Wind auf Süd bis Südost und ist nur schwach bis mäßig unterwegs. Die Sonne hat vor allem östlich der Schwarzen Elster das Sagen und zum Abend kommen ein paar Wolkenfelder dazu. Es bleibt trocken bei Werten um 12 Grad. Am Montag bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix trocken. Zeitweise kann die Sonne noch gut durch die hohen Eiswolken scheinen. Die Temperaturen bewegen sich um die 10 Grad. Der Südwind bläst in den Mittagsstunden spürbar und zeitweise mit frischen Böen. Das war's mit unserer Drehscheibe Lausitz für diesen Freitag. Ich verabschiede mich und gebe ab an die Regionalzeit aus dem Elbe-Elsterland und der Niederlausitzer Heide. Heute mit der Bürgermeistersprechstunde aus dem Amt Kleine Elster sollten Sie uns über Kabel oder Internet-Livestream zuschauen. Wenn nicht, klicken Sie sich gerne mal auf unseren YouTube-Kanal. Hier finden Sie alle Lausitzwelle-Sendungen und die Bürgermeistersprechstunde auf Abruf. Und lassen Sie uns auch gerne ein Like da. Auf Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.